Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, heute fange ich mal. Ich fange heute einfach tatsächlich mal mit so einem Clankriegsangriff an hier. Das ist auch eher super selten, kann ich euch sagen, dass ich das mache. Aber was macht man nicht alles, wenn man eine Aufnahme beginnt? Ich bin jetzt mal gerade so ein bisschen stiller, Leute. Und ich muss nämlich eben mal gucken, was habe ich denn eigentlich dabei? Ah, okay, ich habe ganz Nettes dabei, alles klar. Mal sehen, ob wir hier, ich denke mal, einen Stern kriegen wir nicht mehr. Aber vielleicht bekommen wir hier ein paar mehr Prozente gezogen. Gucken wir mal. Und ich kann, ich lasse es erstmal, würde ich sagen. Ich lasse es jetzt erstmal, denn wir sind noch nicht am Inferno. So. Da können wir den, glaube ich, schon mal losschicken hier. Und dann nehmen wir die noch mal. Oh, jetzt musste ich meine Queen gerade schon zünden. Kann das sein? Oh. Ich musste meine Queen gerade schon zünden. Okay. Na, jetzt ist es schon weg. Alles klar. Aber wir haben die Clanburg geschafft. Das ist nicht schlecht. Wir haben die Clanburg eliminiert. Das haben wir zwar ganz gut hingekriegt, aber ob das jetzt so dolle war, da ist noch so ein, da sind noch so zwei Lakis, die würde ich ganz gerne vorher wegkriegen. Okay, die haben wir auch gepackt. Wunderbar. Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt schon fast keine andere Möglichkeit mehr, als das so zu machen hier, dass ich wenigstens das Rathaus mitbekomme. Da muss ich jetzt mal schauen. Den schicke ich auch mal dahinter. Und oha, das ist aber echt hart verteidigt da in der Mitte. Aber ich habe auch was. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch einen Wut, aber habe ich gar nicht. Ich habe gar keinen Wut. Und ich weiß gar nicht, wo meine Truppen jetzt gerade abhängen hier. Aber ich glaube, hier können wir nochmal frosten am Scatter. Und das werden nicht mal zwei Sterne. Okay, das habe ich mir ein bisschen anders ausgerechnet. Dass die Queen ein bisschen woanders hergeht. Naja, okay, hätte. Was war doch? Okay, zwei Sterne wären es. Naja, egal. Vielleicht brauchen wir noch eine Truppe mehr demnächst. Vielleicht brauchen wir einfach noch eine Truppe mehr demnächst. Es wird ja eine neue Truppe geben. Und das freut mich unheimlich. Das ist noch eine neue Truppe. Also es gibt ja schon zwei neue Truppen. Oder es soll zwei neue Truppen geben. Zwei neue Supertruppen. Aber es kommt auch eine neue Truppe hinzu. Also ganz normal. Und verfügbar wohl ab Rathaus Level. Jetzt muss ich selber gucken. Ich habe es, glaube ich, schon auf Deutsch. Ja, eben war es noch auf Englisch. Deswegen wollte ich jetzt noch nicht so ganz, ganz früh reinhauen. Aber es ist die Kopfjägerin. Und das ist tatsächlich eine Karte. Eine Karte wollte ich gerade sagen. Einen Charakter, den gibt es nirgendwo. Gestern habe ich ja mich so ein bisschen darüber mokiert, dass es so ein bisschen so die Hexe und den Babydrachen schon in anderer Art und Weise in anderen Spielen gibt. Aber diese Karte, gibt es wirklich noch nicht. Die Kopfjägerin, also eine Gespielin. Und gerade als deine Helden dachten, sie seien Herren des Schlachtfelds. Ja, die Helden sind ja sehr stark. Zurzeit Helden sind wirklich, wirklich stark. Queen Charge, Queen Walk, was auch immer, Warden Walk und so weiter, taucht die Kopfjägerin auf. Also, ja, so ein bisschen tut Clash of Clans, was dagegen, viele schmeißen jetzt schon wieder die Schippen hin und sagen, ah, RIP Queen Charge, RIP Queen Walk, stimmt doch alles nicht, Leute. Man muss sich nur was einfallen lassen, aber gegen die ist kein Kraut gewachsen. Taucht die Kopfjägerin auf, die ihnen eine Lektion um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ist eine brandneue Truppe für dunkles Elixier, also sie kostet dunkles, die ab Rathaus 12 erhältlich ist. Aha. Also doch nicht nur 13, okay. Diese finstere Einheit ist in einen Umhang aus selbstgemachten Giften umhüllt, okay? Wobei Helden ihr bevorzugtes Ziel sind. Das haben wir auch noch nicht gehabt, dass es eine Truppe gibt, die nur auf Helden geht, um ihre Fähigkeiten als Attentäterin zu testen. Oh. Die Helden des Dorfes zittern vor Angst, wenn die Kopfjägerin auf dem Schlachtfeld losgelassen wird.
Die Kopfjägerin wirft als Fernangriff tödliche Karten. Aha, doch Karten. Kann über Mauern springen. Okay, also Mauern werden wieder überbewertet oder untersprungen, unterbuddelt, übersprungen. So wie jetzt auch. Und richtet gegen Helden zusätzlichen Schaden an, was die außergewöhnlich tödlich macht, wenn es darum geht, diese lästigen Barbarenkönige. Lästige Barbaren. Das finde ich schon wieder witzig. Bogenschützenkönigin, große Wächter, selbst im Luftmodus. Okay, also gegen Luft und Boden. Und auch die königliche Gladiatorin auszuschalten. Und nicht nur das, ihr toxisches Miasma um sie herum ausströmt, ermöglicht es ihr, bei ihren Angriffen Giftschaden und Wirkung auszuteilen. Also so eine Truppe gab es wirklich noch nie. Die so, ich will nicht sagen flexibel ist, aber die teilt ja auch noch ein bisschen Schaden aus. Also der Schaden ist ja da. Und also es ist eine Bodentruppe. Wohnraum 6, das ist in Ordnung, glaube ich. Geschwindigkeit ist ziemlich schnell, 24. Drei Felder reicht sie, kann über Mauern springen. Ziele, Luft und Boden, Schadensart, Einzelziel. Bevorzugtes Ziel, Helden. Vierfachen Schaden, verursacht Giftschauber-Effekt beim Austeilen von Schaden an Helden oder Truppen. Ihr seht hier unten, gibt es noch eine Tabelle mit dem Ausbau. Das heißt also, die dunkle Kaserne muss wohl ausgebaut werden, damit man sie auf Level 1 hat. Davon haben wir dann ja im Rathaus Level 12 und 13 Bereich auch zwei Stück. Und kostet erstmal 100 dunkles Elixier, eine Minute Ausbildungsdauer. Das geht. Und ab Stufe 2 wäre ganz normal, wird es halt ein bisschen teurer, aber der Schaden steigt halt. Und die Minute bleibt allerdings. Und 180k dunkles Elixier und 240k dunkles Elixier als Verbesserungskosten, das geht auch. Ich weiß jetzt nicht, wenn man eine Kaserne hat, dass sie eine Minute kostet und mit zwei Kasernen kostet sie nur noch die Hälfte. Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Ist aber nicht so schlimm. Die Bewegungsgeschwindigkeit vermindert, unten steht das im Stern, und Angriffsgeschwindigkeit vermindert. Das heißt also von den jeweiligen Helden, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was heute rauskam. Aber ich denke mal, das ist nochmal ein richtiger Hammer. Viele haben da nicht mit gerechnet, dass es noch eine neue Truppe gibt und was für eine die dann sein wird. Aber es wird die Kopfjägerin sein. Hier unten fehlt übrigens noch ein Spruch. Hier unten drunter, unter Bewegungsgeschwindigkeit, da fehlt was. Das mache ich jetzt da mal hin. Denn, ja, wir wissen nicht, wann das Update kommt. Kommt es Montag, kommt es Dienstag, kommt es Mittwoch? Was glaubt ihr, wann das Update da ist mit der Kopfjägerin und mit den ganzen Sachen, die vorher schon waren? Diskutiert gerne mit mir. Vielleicht heute Abend noch im Livestream, das weiß ich noch nicht genau. Wetter ist da ein bisschen netter. Aber wir sehen uns in jedem Fall in der nächsten Woche. Also habt einen coolen Wochenstart, sage ich ja eigentlich immer erst montags. Aber trotzdem habt noch einen schönen Restsonntag. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Flasht.